Richard Strauss Ariadne auf Naxos, ist 1916 komponiert, in einer Phase, wo Richard Strauss sich seiner traditionellen Kompositionsweise wieder mehr besonnen hat und versucht, eine Reflexion, indem er im Vorspiel einen Komponisten zeigt, der sehr darauf gespannt ist, eine Oper am heutigen Abend im Haus des reichsten Mannes in Wien vorgestellt zu bekommen und dann unglücklicherweise erfahren muss, dass plötzlich eine Opera Buffa, eine Commedia dell'Arte-Truppe, dazugeschaltet worden ist und mit seiner Oper gemeinsam auf der Bühne stehen soll, und zwar so, dass das gesamte Spektakel auch nicht eine Minute länger dauert als geplant. Hoffmannsthal schreibt, es ist die Bühne von hinten. Das heißt also im Grunde der Blick, den Sänger in den Zuschauerraum haben, auf ihrem Arbeitsfeld. Das Bühnenbild besteht dann im Laufe des Abends aus einer Straße, in der sich die Sänger nach und nach hinten in die Bühnentiefe vorarbeiten können und im Grunde wie so eine Art Lebensweg verschiedene Stadien und Schichten durchlaufen. Also für mich ist eigentlich das Wichtige und eigentlich auch das Moderne an dem Ganzen, dass Strauss etwas beschreibt, wie Kreativität im Grunde entsteht. Also dass Kunst und etwas ein künstlerisches Produkt im Grunde auch durch einen Zufall oder durch eine von außen eintretende Einwirkung passieren kann. Was an dem Stück besonders reizvoll ist, dass nach dem ganzen Verschneiden von Kunstebenen etwas übrig bleibt. Interessanterweise an der Stelle, wo ein göttliches Paar sich am Sternenhimmel zu einem Symbol verklärt, dass da tatsächlich etwas komponiert ist, wie zwei Menschen sich langsam und vorsichtig entdecken und das Göttliche ineinander entdecken. Und das ist was besonders Schönes und besonders Romantisches.